Willkommen gleich zu einer weiteren Folge von einem neuen Klickerspiel. Dieses Spiel nennt sich Heroes of Havoc. Und ja, es ist auch ein weiteres kostenfreies Klickerspiel, das jetzt bei Steam aufgetaucht ist. Es hat aktuell 15 Steam-Errungenschaften. Und ja, bei dem Spiel war es so, dass es 155 MB installieren wollte und dafür für 84 MB runtergeladen hat. Interessanter wird ja erstmal, wie genau das Spiel funktioniert, wo die Idle-Mechaniken sind. Das Spiel verwendet als Zusatz genauso wie das RuneScape von Hippo Games, was ja auch dann RuneScape Idle Adventures im vollen Titel heißt, verwendet das Spiel die gleiche Bezeichnung. Bei Heroes of Havoc mit dem Zusatz Idle Adventures. Also auf ins Spiel und mal sehen, was genau dort die Mechaniken sind. Okay, also ich werde auf jeden Fall damit genervt, wer irgendwas irgendwie vollendet hat. Also auf jeden Fall, danke, es reicht. Also betritt das Reich, ein heruntergekommenes Königreich, dessen Zivilisation in Trümmern liegt, ein Tummelplatz für alle Arten von Monstern und erbärmlichen Kreaturen. Eine gesetzlose Welt, in der das Recht des Stärkeren gilt. Die Kräfte des Guten sind auf der Suche nach einem Helden, der die Überreste dieses untergegangenen Königreichs erkundet, seinen ruchlosen Bewohnern begegnet und seine eigenen schlagkräftige Truppe zusammenstellt. Gründe dein eigenes Regiment aus ehemaligen Schurken, lass sie zu Helden werden, sammle Beute und verbessere ihre Fähigkeiten. Kurz gesagt, erstelle die mächtigste Party, die das Reich jemals gesehen hat. Gut, sei gegrüßt, wir haben auf dich gewartet. Ich bin Divinity. Schön für dich. Beginnen wir mit ein paar Grundlagen. Deine Aufgabe ist es, eine Heldenparty anzuführen. Das ist ein erster Held, Herr Ritter, ein stämmiger Frontline-Kämpfer und einiges an Schaden einstecken kann. Oh, sollte es sein, dass ich tatsächlich sowas wie Lebenspunkte habe? Ein Kobold, keine Sorge, deine Helden greifen den Gegner automatisch an. Okay, dann greif doch an. Ah ja. Gut, als wir den Kobold getötet haben, gab es Fähigkeitspunkte, damit können wir die Fähigkeiten verbinden. Mit steigender Fähigkeit schon werden die Fähigkeiten immer besser. Gut. Okay, ah, hier unten ist XP. Da gibt es auch schon VIP. Als wäre Hedera auf sich allein gestellt. Zum Glück können deine Party bis zu 4 Helden beitreten. Und darf ich vorstellen, Mystikai Heiler, streiche über das Display, um seine Fähigkeiten anzusehen. Welches Display? Soll ich die Maus jetzt gedrückt halten? Ah, okay. Ich muss das da unten hin und her bewegen. Mystikai besitzt bereits 2 Fähigkeiten, also lass uns seine Heilfähigkeit kaufen. SP30. Wo sehe ich denn, wie viel SP ich habe? Also das sind meine Goldmünzen. Du kannst das Symbol einer Fähigkeit gedrückt halten, um zu sehen, was sie kann. Versuch's gleich mal. Halt den Verbündeten mit der schlechten Gesundheit um 10 Punkte. Oder braucht es 10 Mana? Jetzt sollten wir es schaffen, diese Gruppe von Kobolden fertig zu machen. Okay, also er hat tatsächlich sowas wie Lebenspunkte. Okay, also eigentlich... Ja doch, ich muss es irgendwie gedrückt halten und ziehen, um zwischen diesen beiden Dingern hin und her zu wechseln. Gut gemacht, denk daran, deine Fertigkeitspunkte zu verteilen und deine Helden stärker zu machen. Okay. Kann ich auch irgendwas Konkretes machen? Ah. Gut. Bis uns dauert 30 Sekunden gedrückt und die Gegner 4, gefundenes Gold 36, Gegenstände keine, Schaden geheilt, niedergeschlagene Helden 0. Klicke auf alle 3 Truhen, um deine Belohnung zu erhalten. Okay. Rüstung. Gut, also Klimbim. Noch mehr Klimbim und zerbrochene Platte. Okay.
Das heißt, ich habe jetzt drei Sachen gefunden. Wiederholen, verlassen, weiter. Okay, kann ich eh nicht anklicken, also verlassen. Ah ja, tägliche Anmeldeboni. Also hier gibt es zumindest schon mal Diamanten. Dann lass uns unsere neuen Gegenstände anlegen. Ey, ich wollte mir erstmal die Liste anschauen. Naja, okay. Also Helden. Könnte ich erstmal irgendwo die Musik ausschalten? Hier managst du dein Heldenteam. Du wirst im Laufe des Spiels noch ganz sicher von mehr von ihnen rekrutieren. Werfen wir zunächst einen Blick auf Helmritter. Jawohl. Sämtliche Informationen zu Helmritter findest du hier. Berühre den Helmslot, um deinen neuen Helm auszurüsten. Jawohl. Helmslot. Helm ausrüsten. Ausrüsten. Super. Aufwerten geht noch nicht. Sieht prima aus. Jetzt rüstest du auch noch den Schild. Ja, okay, ich darf mal wieder nicht machen, was ich will, sondern bin hier ziemlich geknebelt in das Tutorial. Also machen wir das mal schnell durch, bis ich dann in Ruhe gelassen werde. So, Home. Kampf. Das ist Rook. Sei vorsichtig, er sorgt hier für eine Menge Ärger. Okay, das heißt, es sind drei Missionen. Die erste habe ich ja schon erfüllt mit drei Sternen. Wow, du bist so lasch wie ein Gebilde einer Spinne. Du wirst mich niemals besiegen. Gut, also nächste Kampagne 1 von 2. Das sind die Beute, die ich bekommen kann. Und das sind die Gegner, die auftauchen. Also, auf geht's. Okay, ich muss die selber irgendwie hier reinsetzen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Wenn du wiederholt den Fortschrittsbalken einer Fähigkeit anklickst, wird sie schneller. Versuchen wir es gleich mal. Klicke so schnell du kannst auf diese Fähigkeit. Sehr gut. Je schneller du klickst, desto schneller wird die Fähigkeit. Ah ja. Und der hat jetzt die Fähigkeit ist nicht doch die Fähigkeit ist gekauft und er ist jetzt schon tot. Super. Okay, das Ganze dient jetzt auf jeden Fall schon mal dazu, dass ich hier möglichst schnell drauf gehe. Immer wenn du Fähigkeitspunkte ausgibst, gewinnt dein Held an Erfahrung. Dieser Held ist gerade eine Stufe aufgestiegen und jetzt zum einiges stärker. Okay, aber er steht nicht wieder auf. Wie kriege ich den denn wiederbelebt? Oh, ich habe doch noch gewonnen. Aber leider nur mit zwei Sternen. Aktueller Rang 12.687, na prima. Klicke auf eine Truhe, um die Belohnung zu erhalten. Ich bekomme trotz zerbrochene Platte, zerbrochene Beinschiene und Fingsilber. Okay, wieder verlassen, kann ich nicht. Das könnte knifflig werden. Wir sollten Herrn Ritter weiterentwickeln, bevor wir gegen Herrn Ruck antreten. Wechseln wir in die Heldenansicht. Jawohl. Jawohl. Ausrüsten. Auch ausrüsten. So. Klicke jetzt auf den Button Weiterentwicklung. Die Weiterentwicklung eines Kaibers macht ihn stärker, weil er eine zusätzliche Fähigkeit gewinnt. Für eine Weiterentwicklung muss sich die richtige Seltenheitsart in jedem Slot befinden. Außerdem kostet es sich ein paar Sterne. Sterne gewinnt zum Laufe der Kampagne. Jetzt weiterentwickeln. Free. Okay, das sieht so aus, als würde das wahrscheinlich später Diamanten kosten. Rückhand. So, gewöhnliche Ausrüstung muss in allen Slots stecken und benötigt Stufe 2, also 1 von eigentlich. Gut. Jetzt sind wir stark genug, um uns mit dem Boss aufzunehmen. Gibt es hier irgendwo Einstellungen, die ich anpasse? Okay. Santa. Ungewöhnlich selten, episch und legendär.
Heldenseltenheit. Das heißt, die muss ich, 62 Helden muss ich noch finden. Also, ich denke, 60 Helden muss ich noch finden. Okay. Zwangsbedienung. So, Mr. Ruck. Oh, was kann ich denn hier finden? 0 von 2 gesammelt. Sammle Token, um Helden freizuschalten. Ah, ja. Dann kann ich den Ruck selber freischalten. Relikte und einen Zauberstab. Der ist dann wahrscheinlich für den anderen Gegner. Gut, die bleiben ausgewählt. Mit der Weiterentwicklung von Herrn Ritter wurde seine zweite Fähigkeit erhöht. Jetzt auf Stufe 2 und sieht zu, wie seine Macht wächst. Angriff 100. Ja, und gleich geht er wieder drauf. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr heilen. Stufenaufstieg. Final Battle. Okay, 100. Heilen. 100. Heilen. 100. Ich verstehe immer noch nicht, wo die SP eigentlich, beziehungsweise was jetzt die Erfahrungspunkte sind. Okay, besiegt. Kriege ich jetzt auch 3 Sterne dafür, nehme ich an. Jawohl. Gut, die möglichen Belohnungen. Druck 1 von 2. Relikte. Ey, wenn... Genau. Oh, ich habe einen ungewöhnlichen Zauberstab bekommen. Einen seltenen Gegenstand. So, darf ich jetzt alleine weitermachen? Sieht so aus, oder? So, dann lass mich doch mal bitte hier irgendwo die Einstellungen anschauen. Da oben. Danke. Ach nee, das da. Okay, Musik lasse ich, Wissenschaft und Innovation auf jeden Fall. Intro anwählen. Sprache ist wahrscheinlich auf Deutsch, das passt schon. Videoeinstellungen. Vollbild. Sehr schön. Wenigstens das lässt sich auf jeden Fall einstellen. Dann zeig mir doch mal bitte das Intro. Das ist doch ein Scherz, oder? Ein Text, der sich ausrollt, ist doch kein Intro. Sehr lustig. Naja, vielleicht wird das ja irgendwann noch besser, wenn sie genug Geld eingenommen haben und sich ein Intro leisten können. Also. So, was interessiert mich jetzt als erstes? Was sind die Events? Schließe 3 Kampagnenmissionen ab. Okay, da kann ich schon mal 3 Edelsteine einsammeln. Töte 3 Bosse in der Elite-Kampagne. Schließe eine Zeitmission ab, schließe eine Prüfungsmission ab, schließe 3 Kreuzzugsmissionen ab, bringe eine einzelne Fähigkeit 10 Mal auf eine höhere Stufe, werte einen Gegenstand 5 Mal auf, sammle 10 neue Ausrüstungsgegenstände, schließe eine PvP-Mission ab, okay, PvP gibt es auch, ne? Schließe 3 Kampagnenmissionen ab. Warum ist das ausgegraut? Achso, weil ich die heute schon erfüllt habe und die wahrscheinlich erst morgen wieder zur Verfügung steht. Genau, wird jeden Tag um Mitternacht aktualisiert. Dann das wöchentliche, okay, da gibt es ähnliche Sachen. Und das Ganze gibt es auch nochmal auf monatlicher Ebene. Gut, dann mal schauen, wo es jetzt noch andere Sachen gibt. Zurück zu Home, zu meine Helden. So, von Ruck habe ich jetzt das erste Teil. Und die kann ich dann noch nach und nach weitersammeln. So, das heißt, ich muss damit tatsächlich einfach nur diese ganzen Items sammeln. Oder ich kann ihn direkt kaufen. Mal gucken, ist jeder 4,99? Ne, der kostet tatsächlich nur 1,99. So, mal gucken, wie viel die Superdinger kosten. Ort unbekannt. Königsdrache. Lässt sich anscheinend auch nicht kaufen. So, mal gucken, was mit Santa ist. 15 Santa für 7,99. Okay, gut. Soweit die Helden. Inventar habe ich jetzt den Zauberstab und einen Ring. Tokens. Ah ja, für die habe ich schon. Sammeltoken, um Helden freizuschalten. Verbrauch habe ich noch keine. Anzahl Inventar, 2 von 50. Dazu werde ich auf jeden Fall auch Diamanten brauchen, damit ich mehr Zeug sammeln kann.
und Ausrüstung. Aufwerten kann ich sie nicht, wieso auch immer. Verkaufen kann ich sie für 17. Also ist es jetzt gesperrt, weil ich noch zu niedrig bin oder weil ich nicht genug Geld habe? Na gut. So, dann die Erfolge. Zwei Erfolge habe ich schon abgeschlossen. Ich schließe Kampagnen ab. Eine Kampagne habe ich abgeschlossen. Drei Edelsteine, 10% Erfahrungsmenge, 5 Edelsteine, nochmal 10%. Okay, also her mit den Edelsteinen und hier ebenfalls her mit den Edelsteinen. Klicke auf Fähigkeitsbalken, 100 Mal. Und was ist das? 1 Million Mal. Gibt es 40 Edelsteine für. Töte Menschengegner, Drachengegner, Goblingegner, Gegner. Töte Bosse, schließe Prüfungen ab, Zeitmissionen ab, Kreuzzüge ab, PvP-Kämpfe ab und füge Freunde hinzu. Na super. Mal gucken, inwieweit das hier überhaupt funktioniert. Oder ob das dann aus so einem Facebook-Spiel kommt. So, was sagt der Shop? Gibt es da außer Diamanten noch anderes? Hallo? Okay, doch, Shop, da kommt jetzt was. Gut, also ich kann Heldenpakete kaufen, ich kann natürlich Diamanten kaufen. In dem Fall sind die guten Dinger Smaragde. Zauber der Smaragdenstadt, Alice im Wunderland, war auch alles grün. Okay, also es gibt hier eine ganze Menge Zeug zu kaufen. Ist das jetzt nur ein Token, wenn man die Dinger kauft, oder ist das tatsächlich der ganze, der ganze Held schon? Oder wahrscheinlich einfach nur, dass der auf Stufe 1 ist, wenn man den kauft. Oh, der Santa ist im Sonderangebot, 4,99. Hat er nicht da eben noch mehr gestanden? Warum hast du denn jetzt noch ein Ausrufezeichen da dran? Wir konnten diesen Kauf leider nicht abschließen. Bitte Internetverbindung sowie Edel-Einstellungen zu In-App-Käufen überprüfen und erneut versuchen. Ja, da scheint es wohl so zu sein, dass das Ganze sich noch nicht auf Steam optimal angepasst hat, weil der Steam-Shop dann nicht korrekt aufgerufen wird. Hoffe ich jedenfalls. Ja, also es sieht auf jeden Fall nicht so aus, als hätte das Spiel jetzt hier irgendeinen Steam-Kauf gestartet. Da scheinen sie tatsächlich noch die Anpassungen vornehmen zu müssen. Nicht-Saison. Saison, okay. Auch nicht Freiwechsel in die Freischaltansicht, um zu erfahren, wie man dieses Merkmal entsperrt. Das ist die Freischaltansicht. Das ist die Freischaltansicht. Es gibt viele neue Spielmodi, die sich freischalten lassen. Also eine Überraschung. Du solltest hier öfter mal einen Blick riskieren, um zu sehen, ob es wieder was Neues zu kaufen gibt. Was heißt denn zu kaufen? Verdoppelt für 12 Stunden sämtlichen Schaden, Erfahrung und Gold. Gut, ziemlich uninteressant. Werde für 24 Stunden zum VIP. Drei Freunde online in den letzten 24 Stunden. Dazu muss ich ja erstmal Freunde bekommen. Käufer anzeigen. Helden kämpfen auch ohne dich weiter. Selbst wenn das Spiel, wenn du das Spiel verlässt. Sammle 4 Helden. Gut. Schalte den konkurrenzbetonten PvP-Modus ein, indem du das dunkle Portal öffnest. Sammle 3 Helden. Schalte Prüfungsmission 1 frei. Die Kobold-Vasion. Dann schließe 5 Kampagnen ab. Schließe eine Kampagne ab. Schalte den Händler auf Besuch frei. E hoch 4. Also 10.000 statt 1.000. Schalte die Truhe im Hauptmenü frei. Schalte die Fähigkeiten frei. Okay, da gibt es auf jeden Fall noch einiges. Verstecken gekauft. Käufer anzeigen. Okay, das eine sind die möglichen Käufer und das andere würde wahrscheinlich schon ausgewählt werden. Okay, der ist besiegt. Hey! Nein, ich will nicht weiter. Ich will hier noch meine 3 Sterne bekommen. Also los, auf in den Kampf mit euch. Bande. Also,
Ja, super, schon wieder zu Ende. Auf jeden Fall funktioniert das Autoklicken hier nicht. Aber immerhin. So, mal gucken. 11.094. Also immer noch viel zu langsam. Aber ich bekomme trotzdem auf jeden Fall drei Kisten. Zerbrochene Platte. Bitte. Erhalte Schlüssel von versteckten Truhen. Evangestion und der Besuchhändler. Schlüsseltruhen mit Muschelbelohnung freizuschalten. Das heißt, ich kann jetzt nur eine einzige Kiste öffnen. Na super. Wiederholen kann ich es auch nicht, weiter kann ich auch noch nicht. Naja, immerhin habe ich jetzt zumindest alle drei Sterne. Aber ich muss sagen, das gefällt mir schon mal gar nicht. Kampagne 1 von 3. So, jetzt kann ich erstmal meinen Helden noch angucken, weil der eine müsste ja jetzt hier zumindest was Besseres haben. Okay, da war der Ring noch, Stufe 2. Ausweichen 90. Was? Was genau bedeutet das denn? Okay, wann? So. Aber ich hatte hier jetzt doch noch irgendwas. Was hatte ich denn jetzt eingesammelt? Eine Rüstung? Okay, da habe ich schon zwei. 3863, okay, ist das gleiche Zeug. Gut, kannst du sowas auch benutzen? Nee. Okay, immerhin kannst du den Zauberstab benutzen. Den kann ich dir aber hier reintun. Und einen Ring kannst du auch tragen. So, was habe ich denn sonst noch im Inventar? Inventar. Okay, jetzt habe ich die Rüstung zwar da drin, aber die nützt mir dann letztlich nichts. Weil der andere Typ kann die ja nicht einsetzen. Okay, hier Freunde. Habe ich Freunde? Wahrscheinlich nicht. Keine Dampffreunde gefunden, das Spiel Heroes of Havoc. Na prima. Bestenlisten interessieren mich relativ wenig. Die Kampagne. Elite-Kampagne muss auch erst freigeschaltet werden. Gut, das heißt, es geht so oder so hier weiter. Also dann. Hier ist es steil. So, da komme ich auf jeden Fall Stufe 4 Sachen. Warum stehst du eigentlich vorne und nicht hinten? So. Also kostet das Geld? Nee. Also wonach richtet sich das jetzt, ob ich das Ding aufleveln kann? Okay, die XP steigt damit an, mit dem ich das auflevel. Hey, da hinten ist eine. 10 Schlüssel. Was? Okay, das ist ja dann schon mal wieder ganz ordentlich. Aber die Frage ist, wie oft kommt das denn vor? Aber auf jeden Fall heißt es dann aufmerksam sein und gucken, dass da irgendwelche komischen Sachen rumliegen. Aufwertung. Sieh nur, du hast Fähigkeitsstufe 10 erreicht. Dafür hast du einen ganz besonderen Bonus verdient. Klicke auf das Symbol, um es herauszufinden. Auf welches Symbol denn? Jawohl. Okay, jetzt habe ich 20 Schlüssel. Das kann ich direkt ausrüsten. Das ist auf jeden Fall schon mal spannender. Neuer Gegenstand, abgegriffener Stoff. Das ist auf jeden Fall schon mal praktisch, dass ich das direkt machen kann. Okay, die erste Kiste kostet keinen Schlüssel, aber jede weitere kostet auf jeden Fall einen Schlüssel. Hey, warum kann ich das Ding jetzt nicht ausrüsten? Das müsste doch für die Sachen hier genauso gehen. Hey, komm schon. Warum hat das bei dem ersten Ding funktioniert und nicht bei den anderen?
Gut, auf jeden Fall kann ich jetzt hier auch gleich wiederholen und weitermachen. Also zumindest sind die Buttons jetzt auch freigeschaltet. Aber ich möchte jetzt ganz gerne erstmal die Ausrüstung verbessern. Helden. So, du hast doch jetzt hier... Ah, der ist sowieso zweihändig. Na, toll, jetzt muss ich wieder nachgucken, was war denn jetzt das Inventarzeug? Das eine war doch die... Okay, die Kappe ist es noch und die Axt. Also, die Axt dürfte aber für dich interessant sein. Komm her. Nee. Du kannst die Axt nicht verwenden. Achso, wahrscheinlich, weil du zu schwach bist, weil die Stufe 4 ist. Okay, deswegen steht das auch nicht zur Auswahl, weil... Ja, also du bist doch schon Stufe 4. Jetzt entwickeln. Benötigte Stufe Level 20 und 20 Sterne. Und überall ungewöhnlich drin. Okay, also bis der die nächste Sternenstufe erreicht, das dauert noch. Und bei dem das gleiche. Aber immerhin hat er jetzt auch schon zwei grüne, aber noch nicht genug. Gegenstände, Fähigkeiten. Okay, kann ich die hier auch aufleveln? Steigert Tempo um 10, steigert Heilmagie um 25. So, jetzt würde mich aber noch interessieren, wie diese SP-Sachen zustande kommen. Oder was kostet mich das denn jetzt eigentlich? Ich kann die einfach ausleveln, einfach so lange es geht. Aufwertung. Okay, ich sehe nicht, dass die irgendwas Spezielles kosten. Fähigkeiten. Gucken, Statistik irgendwas. Stärke, Intelligenz, Tempo, Gesundheitspunkte, Naturwiderstand, Körperschaden, Menschenschaden. Okay, da kann man dann verschiedene Boni bekommen. Standardwiderstände, Rüstung, Blocken, Ausweichen, Gesundheitsregeneration 313. Die Menge an Gesundheitspunkten, die dieser Held zwischen zwei, zwischen zwei Aufeinandertreffen wiederherstellt. Aber was brauche ich jetzt für dieses Aufleveln-Zeug? Das wird automatisch freigeschaltet. Okay, ist er jetzt bei 7. Und du bist Fähigkeiten. Tja, also ich sehe noch nicht genau, wie diese SP zustande kommen und wo da irgendwie die Quelle ist. Auf jeden Fall ist der schon Stufe 5 dann jetzt. Okay, dann weiter in der Kampagne. Erfolge. Ich habe einen weiteren Erfolg freigeschaltet. Goblin-Gegner. Gut. Weg da. Also gut. Kampf. Kampagne. Nächstes Level. Also ich gehe mal davon aus, dass die hier irgendwo... Ah, da ist schon wieder eine Kiste. 22 Edelsteine. Okay, dann gibt es sie auf jeden Fall anscheinend recht häufig. Okay, aber so viel bringt das Klicken dann auch wieder nicht. So, dann ist der auf jeden Fall auch schon wieder eine Stufe aufgestiegen. Und das war's schon. Und 3 Sterne. Alles klar. So, das kann ich wieder nicht verwenden aus irgendeinem Grund. Und das kann ich ausrüsten. Moment, warum kann ich das eine, abgegriffene Stoffkapuze? Und jetzt ist das Ausrüsten dort auch weg. Verstehe ich nicht.
ausrüsten. Kann ich nur bei ihm ausrüsten. Und Schaden 5000 ist auf jeden Fall besser. So, aber das Ding ist doch jetzt nicht ausgerüstet. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Also sind das hier die SP, die sie aktuell zur Verfügung haben? Wahrscheinlich. Und die werden mit jedem... Okay, also das sind die SP-Ressourcen. Jetzt sehe ich die zumindest mal. Weil den will ich ja eigentlich jetzt hier mal auf Level 10 bringen, damit er auch die Boni bekommt. Moment, kann ich das jetzt einfach gedrückt halten? Ist das der... Nee, ich muss schon mehrfach drauf drücken, damit sich wirklich die Sprünge ergeben. Klicken wir weiter. Also abgegriffene Robe. Ausrüsten. So, ist die jetzt besser oder ist die gleich? Ist genauso gleich. Aber jetzt kann ich sie nicht mehr ausrüsten. Das heißt, ich kann sie nur beim ersten Öffnen, kann ich sie ausrüsten. Oh, jetzt habe ich sogar noch eine außergewöhnliche. Die hat mehr Widerstand und zusätzlich Arkanwiderstand. Okay, dann gehen wir gleich weiter. Langsam Zeit, hier die Heilfähigkeit weiter anzuheben, damit der länger am Leben bleibt. Oh, da ist eine Kiste. Treibholz-Zauberstab. Okay, also dass da Schlüssel drin sind, ist nicht so selbstverständlich. Aber auf jeden Fall sollte ich rechtzeitig nachschauen. So, 51 SP brauche ich für den anderen. Bevor ich das da... der ist fast draufgegangen schon. Dann muss ich tatsächlich dafür sorgen, dass er besser und mehr geheilt wird. Sonst überlebt er hier mir wahrscheinlich nicht lang genug. Wäre es zumindest gut, dass es ein bisschen funktioniert. Okay, also der Klicker scheint schon zu funktionieren, aber er zeigt es nicht in der Form dann an. Ah, okay, das heißt, der schnelle Klicker funktioniert durchaus, es ist aber eine ziemliche Begrenzung darin, wie schnell der tatsächlich maximal als Bonus funktionieren kann. Okay, also die Autoklicker klappen, das geht auch soweit. So, klicken wir weiter. So, und irgendwann sind die Schlüssel wieder alle. Das kann ich wieder nur bei dir ausrüsten. Das heißt, Schaden mehr, aber Tempo weniger. Naja, lieber öfter Dollar draufhauen als zu selten. Ich bin mal gespannt, wann ich wieder Schlüssel bekomme. Okay, das Ding kann ich wieder nicht ausrüsten. Leder. Ungewöhnlich zerbrochene Kugel der Robotervernichtung. Super. Aber nicht verwendbar. Okay, also dann den Schaden, den wieder ein bisschen hoch. Und hier kann ich auch noch ein bisschen was dazu nehmen. Okay, grün leuchtet es wahrscheinlich immer dann, wenn ich, ja, wenn ich in der Lage bin, zumindest eine Fähigkeit freizuschalten. Also ich glaube bei 25, ja. Okay, war jetzt irgendeine Kiste? Habe ich irgendeine Kiste verpasst? Ich hoffe nicht. Okay, die Heilung scheint im Moment ganz gut zu passen. Kampagne 2.5. Das heißt, es dürfte jetzt dann schon die Abschlusskampagne werden. Also beziehungsweise der letzte
Ah ja, da ist ja schon der Boss gewesen. Gut. Und dann mal her damit. Okay, das zweite Ruck-Token. Damit kann ich den freischalten. Ein Relikt, was auch immer ich genau damit mache. Und, ups, was war das jetzt? Zerbrochene Platte. Gut, also da das der Kampf jetzt zu Ende ist, deswegen kann ich das auch noch verlassen. Tja, du bist eher als gedacht, wobei ich dir natürlich nicht allzu schwer gemacht habe. Frieden, na komm, wir werden ein tolles Team abgeben. Ja, dann auf den neuen Helden freizuschalten. Es gibt viele verschiedene Helden zum Freischalten. Die meisten sind zwar nicht so verteufelte Twists, aber sie verfügen alle über ihre. Ja, hätte ich da jetzt irgendwie scrollen können? Wahrscheinlich nicht. Ruck ist ein ungewöhnlicher Held, das erkennst du an seinem grünen Rahmen. Genau wie bei der Ausrüstung gilt, je seltener ein Held, desto mächtiger ist er. Ruck steht jetzt für den Kampf bereit, seine Zähne sind scharf, seine Klinge ebenso und in seinem Kopf herrscht ein einziger Brei. Kurzzeitruck ist ein ganz normaler Goblin. Genau, irre, bekloppt und, naja, vielleicht ein bisschen gefährlich. Okay, der trägt Leder. Und habe ich noch eine Waffe? Kann ich beide Waffen ausrüsten? Aha. Genau, Leder habe ich ja für dich auch schon da gefunden. Gut, da ist jetzt noch nichts drin. Dann dürften deine Fähigkeiten, kann ich jetzt keine weiter dazu machen. Aber ich kriege hier nicht angezeigt, wie viel SP der aktuell hat, oder? Seine Zähne sind scharf, seine Klinge ebenso und sein Kopf verscht. Genau, das ist die Beschreibung. Was steht denn bei euch für eine Beschreibung? Hätte das ein egozentrischer Einfallspinsel, aber man sollte ihn lieber nicht unterschätzen. So, hier habe ich auf jeden Fall noch eine bessere. Einmal die Rüstung und sonst sind dann... Okay, das sind die generellen Gegenstände wahrscheinlich, die ich auswählen kann für ihn. Dann mal schauen, was steht bei dir. Als er seinen Stab in die verfluchten Gewässer des leeren Moores tunkte, wurde Mystikal von uralten Macht der Anderweltgötter beseelt. So, mal gucken. Also da müsste ein neuer Gegenstand sein. Das heißt, hier kann ich alle Gegenstände anschauen. Und zwar eine Stoffkapuze. Gut, ausrüsten. Ja, dann kann ich da, muss ich das nicht einzeln anklicken, sondern kann das tatsächlich dann über die Gesamtgegenstandsauswahl machen. Und den restlichen Klimbim kann ich dann wahrscheinlich am ehesten loswerden. So, 64. Ich habe keine Übersicht, wie viel SP er hat. Gut, Fähigkeiten, hier war auch alles klar. Und dich habe ich ja noch nicht kämpfen lassen, das heißt, du kannst sowieso keinen... eine SP haben. Wieso hast du den schon freigeschaltet? Sehr interessant. Du hast also doch schon SP gesammelt, wo auch immer deine SP herkommt. So, jetzt noch ein Blick auf das Inventar. Das ist auch schon Stufe 4. Und ein bisschen Krimskrams losgeworden. Weil die alte Platte werde ich ja dann wahrscheinlich eh nicht brauchen. Das heißt, verkaufe ich die. Und von denen werde ich auch mal erstmal nur eine behalten. Und den Rest bleibt wie gehabt. Mal gucken, was ich mit den Sachen später anstellen kann. So, ich habe zwei neue Erfolge. Einmal mehr Goblin und klicke auf Fähigkeitenbalken. Naja, dann bin ich ja dann auch schon bald bei 1000. Gut. Santa und Goldschub are on sale in the shop. Na, so eine Überraschung. Ich habe ja schon reingeschaut und das Ganze funktioniert ja nicht wirklich. Aber lässt du mich in Ruhe, wenn ich mir den angeschaut habe? Some forget to leave out the milk and cookies, now they are going in the naughty list. Ja. Funktioniert eben nicht. Du besitzt genug Gold, um in der Freischaltansicht einen neuen Spielmodus zu öffnen. Freischalten.
Ja, schalte Prüfungsmissionen frei. Das kann ich aber auch schon benutzen. Okay, also ich soll es sowieso kaufen, von daher. Okay, Prüfungen sind eine besondere Spielmodus, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit seltene Ausrüstung zu finden. Außerdem stößt du womöglich auf Helden, die du sonst nirgendwo freischalten kannst. Seltene Ausrüstung, neue Helden. Worauf warten wir? Ja, worauf warten wir? Schalte den konkurrenzbetonten PvP-Modus ein, indem du das dunkle Portal öffnest. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Und zwar Seasons. Season endet in 2 Tagen und 4 Stunden. Über Online. Online ist ein besonderer Modus, der zum Spielen eine Internetverbindung voraussetzt. Eine Online-Season dauert immer eine bestimmte Zeitspanne. Du wählst bis zu 4 deiner freigeschalteten Helden aus, die du in der Online-Modus gespielt werden. Doch dort erscheinen sie auf Stufe 1 mit ihrem Entwicklungs- und Seltenheitsgrundwerten. Also solltest du deine bestmögliche Heldenparty zusammenstellen. Am Ende der Online-Saison erhältst du besondere Belohnungen, wie zum Beispiel ein Serat Helding, abhängig von deinem Rang auf der PvP-Kampfarena-Modus und anderen Spielen. Verdiene Erfahrung, erhalte Gold, wird zusammen mit sämtlichen Gegenständen am Ende der Saison deinen Offline-Helden hinzugefügt. Okay. Ah, den einen bekomme ich kostenlos. Dann. Ich hoffe, die kann ich auch noch benutzen außerhalb der Saison. Im Online-Modus kannst du bis zum Ende der Saison keine Helden tauschen. Möchtest du diese 4 Helden in dieser Saison mit in den Online-Modus nehmen? Nee. Ach so, im Online-Modus kannst du bis zum Ende der Saison keine Helden tauschen. Ja, ich nehme die 4 mit, klar. Okay, so, was kann ich in der Saison machen? Hallo? Nicht Saison. Saison. Ah, okay, das ist einfach nur das Gleiche. Gut, dann gucke ich mir erstmal noch den Kampf an. Kampagne. Auch hier beginnt die Kampagne wieder von vorne. Na dann mal los. Kann ich die eigentlich hier? Ah, ich kann die auch einfach hier umschalten. Es geht doch viel schneller, als da irgendwie hin und her zu klicken. Und die gleich mal aufsteigen lassen. Oh, schon erledigt. 1000! Okay, ausrüsten. Wer kann den benutzen? Alle beide. So, nächste. Ausrüsten. Und noch ein. Ausrüsten. Gut. Weiter. So, 33 brauche ich da für den nächsten. So, du hast noch keinen weiteren Kampfmodus freigeschaltet. So, bei 33 kann ich das Heldending upgraden. Jawohl. Prima. Ich habe immer noch 12. Das heißt, anscheinend greift das hier noch nicht für die ersten Kisten. Ja, sieht ganz so aus. Tja, habe ich noch nichts im Inventar und es geht gleich weiter. Super. So, hier kann ich schon mal aufrüsten. So, hier kann ich auch. Dann werde ich mal den anderen Angriff noch abwarten, dass ich die freischalten kann. 73 hat der Schaden. Victory. Okay, weiter geht's.
brauche jetzt mal noch einen Zauberstab. Drucktoken, 3 von 2. Das macht ja keinen Sinn, noch weitere Token davon zu sammeln. Wer liegt denn? Treibholzstab. Ausrüstung. Okay, das war's schon. So, 12 Sterne. Und gleich weiter. Achso, wie kann ich die denn im Kampf weiterentwickeln? Wahrscheinlich gar nicht. Oh, da ist eine Kiste. Ha! Nochmal 10 Schlüssel dazu. Wahrscheinlich bekomme ich die generell in dem Bereich. So, 408, das dauert noch ewig, bis ich da was bekomme. Also, was gibt's hier? Ausrüsten. Okay, jetzt kostet es auch wieder Schlüssel. Also ab der zweiten Kampagne brauchen die Kisten auf jeden Fall Schlüssel. So, der eine hat es jetzt schon, dann kriegt es der andere jetzt. Oh, und jetzt habe ich gleich noch eine bessere Ausrüstung. Gut. Dann weiter. So, hier auf jeden Fall das Heilen verbessern. Und der ist auch gleich hinüber. So, mal gucken, dann müsste hier jetzt bestimmt gleich wieder eine Kiste auftauchen. So, bei 10 bekommt der auf jeden Fall. So, hier ist 10. Wahrscheinlich ist das neue. Aufwertung. Ah ja, genau, das ist ja dann eben bei Level 10, wo das Ding dann relevant wird. Auch Aufwertung. Ah ja. Auf jeden Fall gibt es im Moment noch eine ganze Menge zu tun, allein mit den die Helden up to date zu halten, während die alles wegschnetzeln. Und gleich noch eine bessere Axt. Oh, nicht, nein. Oh, jetzt habe ich die zweite Kiste nicht aufgemacht, verdammt. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ein Angriff, der einer Reihe von Gegnern Schaden zufügt. Ja, und die Gegner sind schon wieder alle hinüber. Also Heilung verbessern. Und das hier noch auf Stufe 10 bringen. So, bei dir das Ding auf Stufe 25 bringen. Stufe 10 ist da schon, dann wird das weiter verbessert. Ja, wie heißt denn eigentlich bei dir, das Zeuge unbeschreiblicher Epochen des uralten Reiches gewesen zu sein, hat dieses mörrische Troll nicht milder werden lassen, wenn unbefugt sein Territorium betreten. Kann ich eigentlich die Helden zweimal freischalten? Nee, ich will die anderen Helden, nicht Saison, freischalten. Was gibt's denn hier freizuschalten? Schalte die Truhe im Hauptmenü frei. Okay, nächster Teil freigeschaltet. Das da. Was ist das? Öffne Truhen mit Edelsteinen. In Truhen kannst du Waffen, Ausrüstung, Helden, Token oder Verbrauchsgegenstände finden. Alle 24 kannst du eine Truhe kostenlos öffnen. Kostenlos in 0. Kaufen 1 kostenlos. Fortschritt bis Truhenstufe, was auch immer. Getötete Gegner 108 von 100. So, also eine Truhe Stufe 5. Vermächtnis Bucklerschild.
Okay, das heißt, eine Stufe habe ich jetzt gemacht, aber wenn ich 145 Gegner getötet habe, kriege ich dann Truhenstufe 6 wahrscheinlich. Okay, so, das heißt aber wieder Events. Habe ich was abgeschlossen? Ah, kassieren, da. Also bringe eine einzelne Fähigkeitsstufe 10-mal auf eine höhere Stufe. Und das bam. Also die Kiste hatte ich jetzt gerade. Freischalten. Achso, nee, nicht freischalten. Kampf. Inventar. So. Das kann ich nicht verkaufen. Sehr schön. Ich wollte meine Helden anschauen. Du kannst den Schild benutzen. Du kannst ihn nicht benutzen. Was kannst du benutzen? Auch nicht. Okay, aber dir kann ich auf jeden Fall mal den Gegenstand verpassen, der dann um einiges stärker ist. Ui. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal ganz gut. Weil das ist doch ein legendärer Gegenstand dann, oder? Vermächtnis Bucklerschild. Sieht auf jeden Fall mit dem gelben Rahmen so aus, dass es dem entspricht. Okay, was ist denn das andere jetzt noch hier? Ungewöhnlich zerbrochene Kugel der Robotervernichtung. Also ist noch irgendein Item, was ich noch nicht nutzen kann. Genauso wie das Teil da. Und die Tokens. Gut, also die Helden kann ich auf jeden Fall nicht zweimal freischalten, so wie es aussieht. Gut, dann Saison. Da kann ich natürlich nur die Sachen bekommen, die ich in der Nicht-Saison, also in der normalen Saison freispiele. Die Saison gibt auf jeden Fall keine Ton. Oder kann ich hier noch was freischalten? Das heißt, hier muss ich die Truhen extra freischalten, um die dort verwenden zu können. Nur die Diamanten bleiben für beide. Okay, dann machen wir mal hier weiter auf den Weg. In den nächsten Kampf noch. Und gucken wir nochmal das PvP an. Okay, also der Kampf ist wahrscheinlich nicht online. Also nicht in dem Sinne online. Sondern einfach nur Zufallsauswahl. Aber ja, dann mal. Auf in den Kampf. Sehr schön. Aktueller Rang 453. Missionsdauer, deine ausgeteilte Schaden, von Gegnern ausgeteilte Schaden. Wen bekomme ich jetzt? Kämpfe 1 von 3. Wahrscheinlich kann ich 3 Kämpfe am Tag absolvieren. Die sind auch alle noch Stufe 1. Rang 422. Und der ist ohne Rang. Bekomme ich aber 12 Punkte dazu. Und der hat sogar Santa drin. Naja, machen wir erstmal den da. Okay, ich habe also Level 6, 5 und 4 habe ich aktuell. Das ist wahrscheinlich sinnvoll, ein bisschen höher einzusteigen, aber okay, die sind jetzt von den Leveln hier extrem bei mir. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als die zu verwenden. Wobei ich bezweifle, dass die sich so leicht besiegen lassen. Also, mal schauen, was passiert. Okay, also noch, die meisten sind schon umgefallen und es hat trotzdem geklappt. Also gut. Mal gucken, Rang 400. So, wahrscheinlich werde ich dann jetzt Diamanten zahlen müssen, wenn ich weiterkämpfen will. Oder? Was sagst du dazu?
Boah, die sind alle jetzt schon ziemlich stark. Was nützt mir das überhaupt? Also gegen Level 22 zu kämpfen, das macht ja an der Stelle keinen Sinn. Da muss ich erstmal meine Leute hochbringen. Achso, freischalten hatte ich schon. Erstmal jetzt den Kampf, weil ich brauche erstmal noch mehr Geld. Okay, was ist die 3 dort? Historie. Ah. Gewonnen. Genau, gegen die ohne Rang. So, ein weiterer Erfolg. Gewinne PvP-Kämpfe. Habe ich gemacht. Ja, das habe ich mir doch jetzt schon angeschaut, dass ich die 3 da hatte. Muss ich die irgendwie anklicken? Ah, okay. So, dann mal weiter. Nachdem der andere jetzt aufgerüstet ist, kann ich ja ihm jetzt auch hier einen vernünftigen... Ha, die nächste Schatzkiste. Gold, okay. Aber damit kann ich dann auch die nächste Fähigkeit freischalten. So, für dich wäre als nächstes Heilen zu verbessern. Okay, was ist jetzt hier überhaupt neu? Was muss ich denn da anklicken, damit du mir nicht mehr neue hinschreibst? Ah, okay. Das heißt, ich muss hier wieder irgendwie die Beschreibung anschauen. Steigert Schaden um 25. Aber wir sind schon mit dem ersten Kampf durch. Gut, Bogenschützen habe ich keinen. Mehr Schutz. Und du hast noch nichts an, du auch nicht. Also bekommst du erstmal was. Weiter. Nur keine Müdigkeit vorschützen, einfach weiterlaufen. So, das heißt, ich muss aber eben in der Form draufklicken. Und hier das Gleiche. So, hier gibt es noch ein paar neue. Steigertempo um 10. So, dann machen wir den mal noch ein bisschen besser. Und hier das Heilen noch verbessern, damit ich da möglichst schnell auf die ersten 10 komme. Aufwertung. Steigert Schaden um 25%. Ja, solange die so gut überpowered sind letztlich, kann ich mich vor allem damit beschäftigen, eigentlich hier nur die Skillpunkte zu vergeben. Und nicht vergessen, nach den Schatzkisten Ausschau zu halten. Aber da scheinen keine zu sein. Gucken kann ich eigentlich auch mehr als einen machen. Ja, anscheinend nicht. Aber zumindest gibt es hier ja eher keine Reset-Funktion, also nicht in dem Sinne eine Idle-Funktion, wobei die ja auch freigeschaltet werden konnte. Muss ich gleich nochmal nachgucken, wo denn die... Ja, was bringt mir eigentlich jetzt noch die ganzen Ruck-Tokens? Relikte. Ungewöhnlich geschärfte Axt. So, gleich mal ausrüsten. Gut, da bin ich dann mit denen auch schon durch und überall jetzt 27 Sterne freigeschaltet. Die nächste Schwierigkeitsstufe. Also, erst nochmal auf die Helden gucken. Halt vom Inventar kann ich... Naja, das machen wir gleich. Also, die Helden. Gegenstände. Weiterentwickeln. Das dauert noch. Okay, dann kann ich im Inventar auf jeden Fall mal ein bisschen was verkaufen. 1 und Stufe 2. So, auf jeden Fall habe ich hier jetzt auch wieder die Möglichkeit, das Zeug freizuschalten. Schalte Prüfungsmissionen frei. Schalte Zeitmissionen frei. Die Gejagten. Naja, noch nicht. Jetzt machen wir erstmal hier Prüfung.
Prüfungsmissionen stellen eine Party in einer Reihe von Szenarien auf die Probe und bieten eine bessere Chance auf seltene Beute. Prüfungsmissionen können nur einmal alle 12 Stunden gespielt werden. Stufe 15. Verwundbarkeit körperlich. Die Kobolde übernehmen, halt sie auf. Okay, das heißt aber, ich sollte wahrscheinlich meine Helden noch ein bisschen verbessern, bevor ich da mich wirklich in diesen Kampf stürze. Und zumindest mal die Kampagne abschließen. Da das jetzt doch schon eine ganze Weile dabei bin, hier zu spielen, werde ich das jetzt für den Moment erstmal abschließen. Noch ein paar neue schließe PvP-Missionen ab. Auch abgeschlossen. Und weitere Diamanten kassiert. Also es gibt anscheinend ganz gut Möglichkeiten, Diamanten zu bekommen, auch unabhängig vom Shop. Warum hast du jetzt... ich habe sogar schon die wöchentlichen Kampagnenmissionen bekommen. Noch was? Nein. So, das nächste ist dann eben die Schaltmission. Mal gucken, ich werde sie mir mal noch anschauen und gucken, was dort zumindest steht. Also Zeitmissionen. Zeitmissionen sind nur zu bestimmten Tageszeiten verfügbar und bieten eine bessere Chance auf seltene Beute. Die Jagdstufe 20, Verwundbarkeit Arkan. Kann mir mal jemand den Tierfänger rufen zum Öffnen? Zeit zum Öffnen in 3 Stunden. Also da sind auf jeden Fall noch einige Mechanismen eingebaut, mit denen es dann eben möglich wird, die verschiedenen Dinge zu tun oder nicht zu tun oder wie auch immer. Schalte die Elite-Kampagne frei. Dazu muss ich die Kampagne aber erst abschließen. Oh, ich kann die sogar aufwerten. Kostet das jetzt 40 Münzen? Ja. Oh, dann kann ich die auf Stufe... jedenfalls eben einfach auf eine höhere Stufe bringen. Auch nochmal interessant gerade zu sehen. Also es gibt eine ganze Menge Funktionen. Alle habe ich noch nicht annähernd angeschaut. Das Spiel wird mich auf jeden Fall noch eine Weile beschäftigen, weil es ist so ganz interessant, dass ich die Helden ausrüsten kann, die Ausrüstung anscheinend auch noch weiter verbessern kann, die natürlich noch etliche Sterne haben und. Und natürlich auch die Erfolge noch einiges zu tun gibt. Also viel Spaß beim Ausprobieren, weil es ist ein Free-to-Play-Clicker-Game, wo ich jetzt die Klickmechanik noch relativ im Hintergrund steht, aber auf jeden Fall schon einen guten Effekt hat, dass man einfach die Fähigkeiten, die man gerade aktiv braucht, vor allen Dingen zum Beispiel Heilung oder vielleicht doch schneller Schaden zu verursachen, dann unterstützen kann während des Kampfs. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!